So, hallo zusammen und willkommen zu einem recht seltenen Training auf meinem Kanal. Heute gibt es ein Schultertraining. Ich habe gerade schon bei den Aufwärmsätzen gemerkt, dass ich das wahrhaftig nur aus Nächstenliebe zu euch tue, denn meine Schultern sind immer noch ein bisschen erschöpft. Ich habe schon in tausenden von Videos erwähnt, wer es noch nicht weiß, bei mir gibt es eine gewisse Schultergeschichte, die vor allem gleichzeitig eine Predigt für alle Bodybuilder da draußen ist und vor allem für die Naturaltrainierenden von euch, dass vor allem weniger mehr ist. Und ich wiederhole sie an dieser Stelle noch einmal. Ich habe einst, als ich in der Uni trainiert habe und da so meine größten Wachstum verbuchen konnte in der Zeit, weil ich mich auch wirklich, wie es für eine Uni, für einen Philosophie- und Literaturstudenten gehört, wirklich auf Bodybuilding konzentriert habe. Da habe ich gefressen wie ein Weltmeister und da habe ich es wirklich alles sehr ernst genommen und bin damals von 75 auf 85 Kilo gekommen in 6 Jahren. Mag sich für den einen oder anderen da draußen jetzt nicht viel anhören, für mich war es eine wahre Hürde. Und ich hatte schon recht früh einen relativ starken Rücken und vor allem Beine, das waren immer so meine beiden Primusmuskeln, aber vor allem meine Schultern und der Trizeps wollten nie kommen. Und in der Uni hat mir eines Tages jemand einen Tipp gegeben, von dem ich erst dachte, das ist kein Tipp, der will dich verarschen. Er hat gesagt, weißt du was, trainiere sie gar nicht mehr. Ich dachte, okay, wo ist jetzt die Pointe? Soll ich vielleicht 2-mal die Woche oder 3-mal? Meinte er, ich soll die einfach mehr trainieren, vielleicht jeden Tag. Gab es auch schon Leute, die mir das gesagt haben. Und er sagte, nein, gar nicht. Streich es mal komplett und trainiere nur alles andere, das, was du sonst machst. Trainiere die Arme, trainiere den Rücken, trainiere die Brust, trainiere die Beine. Ich habe mich erst nicht getraut, muss ich ehrlich sagen, und habe das reduziert. Dann irgendwann habe ich mich aber durch die Reduktion daran gewöhnt und habe es dann geschafft, 2 Jahre. Ja, wer dachte jetzt, ich sage 2 Monate und dann bin ich schon mutig. Nein, 2 Jahre lang nicht die Schultern trainiert. Und siehe da, irgendwann haben sich die ersten Umrisse hier gebildet, die Separation kam raus und ich habe meine Schultern bekommen. Ich war über den Hügel und seitdem trainiere ich die Schultern nur noch sage und schreibe 1-mal im Monat und es gehört mittlerweile nicht mehr zu meinen schwächsten Muskeln. So manch einer sagt sogar, das wäre eine Stärke geworden. Das hat mich einiges gelehrt über das Bodybuilding. Und so betreibe ich es auch heute noch. Und ich habe vor 4 Tagen erst eine Brusteinheit gemacht, die ich natürlich nicht für euch aufgenommen habe, die nächste kommt. Und ich bin immer noch ein bisschen erschöpft, merke ich beim Aufwärmen. Nun ja, mal sehen, was ich jetzt heute bringe. Wir fangen an mit, weil ich einen reinen Schulter- und Trizepstag mache, damit da mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, jenseits meines Splits auch, mit Schulterdrücken, einer Grundübung. Warum Schulterdrücken? Ich bin ein Verfechter davon, hauptsächlich fast nur den seitlichen Delta zu trainieren, weil genau der zu kurz kommt bei allem anderen. Der vordere Delta ist bereits schon mit der Brust zu 100%. Na, ihr habt richtig gehört, nicht 50, nicht 60, nicht 70, ja, der ist irgendwie dabei. Nein, zu 100% abgedeckt, völlig überlastet. Den habt ihr zu 100% mittrainiert. Deswegen eigentlich alles nur auf den mittleren und wer dazu mal ein schönes Training sehen möchte, guckt bei dem Delta-Training vorbei, das ich mal gemacht habe, bei dem Sniper-Training. Jetzt werde ich 2 Übungen auf die Seiten setzen, eine mit mehr, also eine Grundübung auf die Seite, eine Isolationsübung, der Klassiker, Seitheben, die Nummer 1 Übung schlechthin für die Schultern, aber auch Schulterdrücken. Jetzt kommen wir nochmal zu dem Warum. Einmal eine Überkopfübung zu haben, rein vom Bewegungsablauf, ist gar nicht mal so schlecht für diese Bewegung und ist vor allem eine, die man mit viel Kraft macht. Nötig, sinnvoll, keine Ahnung, halt es aber für sinnvoll, dort irgendwie die Kraft aufrechtzuerhalten, die euch auch verbessert in vielleicht Brust, Bankdrücken und so weiter, weil es einfach eine andere Bewegung ist. Ich mache da 4 Sätze jetzt mit den Kurzhanteln. Fühle ich eigentlich so die Bewegung am besten bei, statt die vorgegebenen Bewegungsabläufe. Bei der Multipresse finde ich es auch gar nicht mal so schlecht. Jetzt kommt es hier mit, sodass ich immer noch sehr viel Energie habe, um danach auf den seitlichen Delta alles andere zu hetzen. Hier noch ein kleiner Tipp am Rande. Solltet ihr die Schultern am Brusttag machen, vergesst alles, was mit Drücken zu tun hat. Kein Schulterdrücken mehr. Nicht, wenn ihr Bodybuilder seid. Dann geht ihr nur noch auf die Seite. Wie gesagt, der vordere ist schon kaputt. So, genug gequatscht hier. Was ist das denn?
So, ich taste mich jetzt langsam ran. Nicht wundern, da ich die auch selten trainiere, habe ich auch, ich weiß nicht, ob es deswegen ist oder einfach so, wenig Kraft in den Schultern. Ihr werdet hier also keine Wunderwerke sehen. Aber gut, solange meine Schultern gar nicht mal so schlecht aussehen, soll es einem wurscht sein. Jetzt nähere ich mich dem langsam. Jemand von euch hat mal geschrieben, er findet es ganz gut, dass ich die Gewichte nenne. Also, hätte nicht gedacht, dass das irgendeinen Vorteil bietet, aber gut. 20 Kilo nehme ich jetzt, mache damit meine erste Aufwärmrunde zwischen 15 und 20 Wiederholungen. In die Bewegung reinkommen und dann geht's hoch. Ich werde jetzt in 5er Schritten hochgehen und mal gucken, wo ich lande. Da ich das sehr selten mache, weiß ich es im Moment nicht. Vor allem, weil es jetzt auch schon sehr lange her ist. Mal gucken. Ein paar Worte zur Technik und da vor allem einfach Bewegungsradius. Ich sorge dafür, dass ich mit dem Ellbogen ein wenig vor den Schultern bin. Also nicht die Schultern auf gerader Strecke daneben. Das stretcht zu sehr meine Schultern nach hinten, eine unnatürliche Bewegung, weshalb ich auch, zumindest auch gerade für mich, aber für die meisten gilt das sicherlich auch, Übungen vermeide, wo ich ganz aufrecht sitze. Und ganz plötzlich hier irgendwie hochdrücken muss oder sogar nach hinten. Passt nicht. Ich habe es leicht schräg eingestellt. Leicht. Und sorge dafür, dass die Ellbogen ein bisschen nach vorne kommen. Natürlich nicht zu weit. Ganz kleines bisschen versetzt von der Schulter. Und dann vor meinem Körper leicht hochdrücken. Als hättet ihr auch eine Langhantel. Hier. Bewegungsradius. Range of Motion. Da-da-da. Ich habe eine, wo ich natürlich nach dem Gefühl gehe, wo ich es am meisten spüre und auch eine Dauerbelastung in den Schultern spüre. Gehe ich hier zu weit runter, klappe ich irgendwann auch mit den Schultern nach unten ab. Das will ich gar nicht. Ich will die Bewegung hier halten, auf den Delta und nicht hier irgendwie dann runterkommen und die erstmal hier hochliften müssen. Hier fühle ich mich ungefähr wohl, kurz unter 90 Grad. Das sollte der Bewegungsradius sein, auch im Hinblick darauf, welche Folgeübung wir haben. Ihr müsst immer das Training als Ganzes sehen. Heißt, wenn ihr eine Übung habt, wo ihr hier viel macht, weil ihr darauf mehr Gewicht bewegen könnt, klar, hier unten kann ich nicht mehr so viel Gewicht bewegen. Jetzt würden andere sagen, ja siehste, dann kannst du es auch nicht. Doch, kann ich. Hier oben kann ich mehr bewegen. Hier bewege ich das große Gewicht, danach kommt nämlich die Übung, wo ich auf einmal nur hier unten bin. Seitheben. Da kommt man gar nicht großartig hoch und da bewege ich wenig Gewicht. Damit gleiche ich es aus. Ich habe hier unten was, ich habe hier oben was, alles gut. Also das Training immer als Ganzes sehen. Und so weit, wie ihr euch wohlfühlt für die Streckung. Ab hier würde ich sofort merken, es geht aus der Schulterbelastung raus. Der Trizeps muss mehr leisten und ich muss, weil ich auch da ein bisschen ungelenkig bin, plötzlich mich irgendwie verrenken, um das hier noch leisten zu können. Und das hier, diese Bewegung hier zur Streckung, bringt nicht mehr viel für meine Schultern. Ich spüre es zumindest dort nicht. Also halte ich mich hier auf, wie ihr gerade gesehen habt. Ihr werdet auch immer wieder Profis sehen, richtige Profis meine ich damit, nicht YouTube-Profis, die so trainieren. Schaut euch an, wie Phil Heath, Jay Cutler, wie die Schulterdrücken trainieren. Nur hier haben die kleine Schultern. Tja. Ehrlich gesagt, weil ich das schon so lange nicht mehr gemacht habe, weiß ich jetzt nicht, ob das mein erster Working Set sein wird. Das werde ich merken, wenn ich schon bei 4-5 Wiederholungen struggle, dann gehe ich bis zum Ende. Working Set gleich bis zum Ende gehen, bis zur letzten Wiederholung. Keine Reps in Reserve oder so. Wir sind hier immer noch beim Bodybuilding, Mann. Wenn ich allerdings dann merke, nee, ich könnte wahrscheinlich bis 7-8 kommen, denn mein erstes Ziel ist es, um die 6 Wiederholungen zu schaffen, umgekehrte Pyramide, dann werde ich einfach vorzeitig aufhören und dann ist ein Aufwärmsatz.
Nun dann, wir haben jetzt 30 Kilo und ich habe keine Ahnung, ob ich die schon schaffe und wie weit ich dann noch nach oben gehen kann. Das war ein erster zufriedenstellender Satz. So, jetzt sind wir wieder bei 25 angelangt. Ich habe erst 6, dann 8 genau getroffen. Jetzt versuche ich 10. Dann ist die erste Übung durch und ich spüre es schon. Brennt. Loser! So, Seitheben. Jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Die kann man auf viele Arten machen. Zwei unterscheiden sich grundsätzlich. Egal wie ihr eine der beiden macht. Denn auch jeder einzelne davon heißt im Prinzip die Betonung, wo der maximale Widerstand zu spüren ist. Auch bei jeder einzelnen dieser Variationen kann man wiederum mehrere Übungen machen. Ich nehme jetzt die Maschine hier. Genial. Hammer, gutes Gefühl, sehr gleich verteilt. Ihr habt natürlich auch verschiedene Maschinen, die ähnlichen Zweck erfüllen. Meistens kennt ihr die mit den großen Rollen, die ihr dann nach oben drückt. Gibt es auch ein Tutorial zu, unbedingt ansehen. Ich zeige immer die falsche Ecke, da natürlich. Unbedingt ansehen, wie man es machen soll und vor allem, wie nicht. Dann könnt ihr das natürlich auch am Kabel machen. Wenn ihr im Kabeltower seid, Kabel hoch, dann habt ihr bei allen den Schwerpunkt der Kontraktion, die größte maximale Belastung im mittleren Teil, also wenn ihr hier seid. Macht ihr herkömmliches Seitheben mit Kurzhanteln, habt ihr natürlich 90 Grad zur Schwerkraft den Schwerpunkt hier. Davon gibt es kein richtig oder falsch. Eine Variation ist ganz gut. Ich mache danach eine Übung, wo ich auch den Schwerpunkt hier oben habe. Deswegen kommt jetzt diese, ganz gelegen, wie immer, Training als ganzheitliches Konzept sehen. Wenn ihr nicht genau wisst, was ich damit immer meine, schaut euch auch mal dieses Video an. Die Top 5 Brustübungen. Tipp, dazu findet ihr auch Bizeps-Videos bei mir, die das ähnlich angehen und einfach das ganze Training, jede Übung ganzheitlich betrachten. Ganz wichtig bei der Trainingslehre, nicht einfach nur Übungen zu machen. Worauf habe ich Lust? Was sind andere Übungen als beim letzten Mal? Da ist eine kleine Wissenschaft hinter. Aber auch hier wieder nicht überdenken. Einfach nur auf mich hören. So, da ich so ein Landvogt bin, mache ich immer einfach 30 pro Seite.
so wieder klar, wer hier der König ist. Ich höre schon die ersten Vollzeit-YouTube-Gucker. Aber das war doch gar nicht richtig, die letzten Wiederholungen zählen nicht. Nun ja, macht es mal. Geht mal auf, so nennt sich diese Intensivtechnik, Teilwiederholungen. Einfach so viel ihr könnt. Gerade beim Seitheben geht für mich nichts über Intensivierungstechniken rund ums Abfälschen. Auch mit den Kurzhanteln. Ansonsten hört man einfach zu früh auf und da ist noch Power. Hier spüre ich die letzten Wiederholungen, diese hier, am meisten. Wohlgemerkt, lasst den Ellbogen immer noch führen. Also jetzt nicht irgendwie versuchen, so hoch zu drücken. Das zählt nicht mehr. Hier zur Seite, als würden die Ellbogen einmal maximal zur Seite ausschlagen wollen. So viel es geht. Wenn ihr also nur 10 reguläre schafft, versucht mal bis 20 zu gehen. Oh, das brennt. Oh, das brennt. So Leute, 2/3 des Trainings sind danach rum, dann habe ich 6 Sätze. Dann kommen noch 3, die noch ein bisschen schwerer im wahrsten Sinne des Wortes werden. Dann sind die Schultern durch, waren es auch schon vorher. So, und jetzt nochmal eine Übung, wo man ein bisschen mehr Gewicht draufpacken kann. Als letzte Übung natürlich wieder insgesamt weniger, weil meine Schultern jetzt schon so erschöpft sind. Aber mehr als bei jeder ISO-Übung. Aufwärtsrudern. Ja, im Trend sehr unbeliebt zu sein. Und ich gebe dem Trend sogar ausnahmsweise mal recht. Die typische kennt ihr mit der SZ-Stange, wo man hier hochzieht. Kann ich nur den Kopf zu schütteln? Nicht gut. Nicht gut für Handgelenke, nicht richtig zielführend für den Muskel. Eine Drecksübung. Und dann kann man sie noch darüber hinaus auch noch falsch ausführen. Obwohl, wenn man eine Drecksübung falsch ausführt, ist es dann nicht wieder richtig. Minus und Minus gibt doch, naja. Hier, ich habe es euch, glaube ich, schon mal beigebracht. Wer dazu ein einzelnes Video sehen möchte, direkt in die Kommentare. Breit greifen. Merkt euch, ungefähr so, dass ihr hiermit ein rechteckige Winkel bildet. Also irgendwie so. Sieht ein bisschen doof aus. 90 Grad, 90 Grad. So ist es richtig. Nicht zu weit außen, nicht zu weit innen. Handgelenke gerade lassen, ganz wichtig. Wer was zu den Handgelenken wissen möchte, schaut sich dieses Video an. Und dann kann man auch hinterher ein bisschen abfälschen, indem man so ein bisschen hochhilft. Aber hier in der Spitzenkontraktion muss man wieder ganz korrekt stehen und dann langsam gegen ankämpfen. Deswegen kann man hier einen gewissen Gewichtsload machen und naja, machen wir mal einfach.
So, ich hatte gerade 20 pro Seite drauf und habe 8, glaube ich, geschafft oder 9. Jetzt habe ich 15 pro Seite drauf. Geht da auch ganz nach Gefühl, wie es besser im Delta fühlt. Sicherlich nicht in den Waden. Ja. Und gerade bei dieser Übung gilt, wer sich von Anfang an nicht ganz wohl fühlt in dem Bewegungsradius, die Gelenke, die Ellbogen, Handgelenke, irgendwas stimmt nicht, Nackenverspannung, irgendetwas, lasst einfach. Ihr müsst keine Übung machen. Dann trainiert ihr eben anders die Schultern. Dann werdet ihr aber auch nie so aussehen wie ich. Reicht. So, das war mein Schulterprogramm. Reicht für mich sogar für einen ganzen Monat. Oh, sieht gut aus, reicht. Jetzt habe ich so um die 1,5 Kilogramm Muskelmasse aufgebaut pro Schulter. Reicht dicke. Jetzt kommt der Trizeps dran. Gleiches Prinzip, ganz langweilig. 3 Übungen, A3 Sätze. Theoretisch reichen 2 schon aus und ich habe sicherlich schon Reiz gesetzt. Kommt noch einer oben drauf. Hier wieder als ganzheitliches betrachtet. Ich versuche, dass ich jede Bewegungsamplitude einmal reinbringe. Mit einer Special-Übung noch, wozu es auch ein Special-Video geben wird. Und tja, gehen wir mal wieder zurück zum Anfang. Was bringt eigentlich ein Schulter-Trizeps-Tag, beziehungsweise in welchen Split kann man es einbauen? Ja, ihr habt es richtig erraten, nicht in Ganzkörpersplit. Da fehlen ein paar Muskeln. Zweier-Split hat es auch nichts zu suchen, denn das sind ja 2 kleine Muskeln. Heißt, selbst wenn wir einen Dreier oder einen Vierer machen, wenn wir den sinnvoll aufteilen, bleiben nur noch die großen Muskelgruppen übrig, die man als erstes separieren soll. Das ist der Sinn hinter einem Splitplan, dass man erstmal die größten Muskeln alle voneinander entfernt an verschiedenen Trainingstagen. Beine, erstes, was rausfliegt, alleine trainieren. Rücken, alleine. Deswegen bin ich ein Fan des Vierersplits. Mehr dazu hier auf dem Kanal überall Vierersplit. Dann habt ihr die beiden komplexesten Muskeln alle an einem Tag. Und den Rest kann man eigentlich aufteilen, wie man will. Der Klassiker ist Brust-Bizeps. Damit man den Bizeps noch etwas frischer trainieren kann, trainiert man die Schultern oder den Trizeps nach der Brust, sind die bereits schon ein bisschen angeschlagen. Also macht es Sinn, Schultern und Trizeps an einem Tag zu trainieren. Der Trizeps wird nicht so sehr bei den Schultern in Mitleidenschaft gezogen, wie ihr gesehen habt, bei mir nur bei der ersten Übung und das ist bestenfalls ein leichtes Aufwärmen für ihn. Ja. Also, perfekt einzubauen in einem Vierersplit, das wäre die Antwort. Und nun ja, ich werde jetzt nicht großartig aufwärmen, denn was ich immer mache ist, Bizeps und Trizeps, wenn ich sie im Vierersplit dann eben einzeln trainiere, tendenziell nicht auch noch mit viel Gewicht zu belasten und umgekehrte Pyramide, 6, 8, 10, 12 Wiederholungen, sondern hier mache ich ein bisschen mehr auf Pump- und Brenntraining. Denn die beiden werden schon mit dem anderen Muskel, den sie unterstützen, Rücken und Brust, schwer mittrainiert. Und deswegen gibt es jetzt eine Abwechslung und damit ein bisschen höheren Wiederholungsbereich. So, dass ich gut reinkomme und jetzt nicht noch extra aufwärmen muss, denn ich habe einfach nicht so viel Bock, hier so abzuhängen. Naja, French Press ist meine erste Übung. Die Übung, die ich auch am meisten dann später im Trizeps spüre. So, ich habe hier, werdet ihr gleich sehen, die Hantelstange genommen. Wer weiß, wie sie heißt, bitte in die Kommentare schreiben.
die man im Hammergriff nutzen kann. Ich trainiere meist alle Übungen des Trizeps im Hammergriff oder sogar im Untergriff. Heißt, zwischen der Variation und der. Sinn dahinter ist, das betont vor allem den äußeren Kopf des Trizeps. Denn, da bin ich ein bisschen behindert von Geburt an, der ist absolut unterbesetzt, während der innere recht stark und groß ist. Beweis? Sieht das so aus, als hätte ich einen starken Trizeps? Nicht so. So, ja, der innere ist da und hier fehlt irgendwie was. Keine Ahnung warum, ist aber so. Deswegen geht alles auf den äußeren und dann bleibt der innere natürlich nicht aus. Der wird mittrainiert. Ich nehme nur 20 Kilo drauf. Das dürfte dann jetzt so eine, ja, vielleicht 30 Kilo Hantelstange sein. Weil ich mehr Wiederholung trainiere und weil ich es zurzeit mit den Ellbogen habe, seitdem ich wieder angefangen habe zu trainieren. Und da kann ich auch jetzt nicht so die Überbelastung mitnehmen. So, das Ganze im Hammergriff zu nehmen, macht natürlich nur Sinn, wenn ihr dann nicht trotzdem mit den Ellbogen wieder nach außen geht. Versucht euch vorzustellen, ihr müsst mit den Ellbogen gerade nach vorne zeigen. Dahin, dann geht's auf den äußeren. Und so weiter ihr hier hingeht, mehr auf den inneren. Maschine. Hier haben wir eine Trizepsmaschine, die sehen gewöhnlicherweise so aus. Dazu gibt es auch schon ein Video hier auf dem Kanal. Oh, ich bin ein bisschen zu eng dran. Die benutze ich jetzt ganz gerne. Ist eine schöne Abwechslung zu den French Press, die ich gerade hatte. Wo ist die Variation? Meine Oberarme liegen auf. Ist gar nicht mal so schlecht. Hat einen vorgefertigten Bewegungsradius durch die Maschine. Und für mich ein schönes Gefühl, hier brennt der Trizeps richtig. Und dann kommt noch eine ergänzende Übung, drei Supersätze. Und dazu werde ich noch später was erzählen. So, ich habe ja schon Schlauberger gesehen, die die Maschine so benutzt haben. Keine Ahnung, wie sie damit den Bizeps aufgebaut haben. Na, da kann ich wieder näher ran. Immer wenn ich so nah rangehen kann, erinnert mich das daran, dass ich an meiner Profiltiefe arbeiten muss. So, ungefähr auf Schulterhöhe, dass die Oberarme einfach nur geradeaus aufliegen. Ach, ich wiege nicht genug. So. Und los geht's. Jetzt mal 60 Kilo eingestellt. Ah.
Kilo weniger. Ich gehe jetzt nach unten mit dem Gewicht, um mehr Wiederholung zu schaffen. Trotzdem nur 9. Puh. Auch hier immer dran denken. Langsam wieder hoch. Nicht überwältigen lassen vom Gewicht. Ach, das erzähle ich dir. So, weil ich gerade nur 9 geschafft habe, gehe ich jetzt nochmal sogar um 10 nach unten. Von 55 auf 45. Und guck mal, dass ich damit noch ein bisschen durchbrenne. Und dann wird es nochmal ein bisschen schwieriger. So, bei der letzten Übung angelangt und hier mache ich Supersätze. Und zwar bestehend aus den Klassiker, Kabeldrücken. Habe ich heute jede Trizepsübung Klassiker genannt? Ich weiß nicht. Diese mache ich hier aber an einem ganz besonderen Ort. Und ich werde euch auch direkt erzählen, warum. Jetzt habt ihr aber noch ein paar Sekunden Zeit, um selbst drauf zu kommen. Ratet mal. Und wer drauf kommt, seid ganz ehrlich und schreibt es nicht danach, sondern jetzt in die Kommentare. Warum mache ich das an dieser Variation, die ganz offensichtlich unilateral ist? Und nicht ganz wie gewöhnlich am Seil, was ihr alle kennt, sondern, wie ihr seht, hier haben wir beide voneinander getrennt, die trotzdem an ein Gewicht ziehen. Training als ganzheitliches, da haben wir schon drüber gesprochen. Was ich hier jetzt habe, ist zum ersten Mal, im Gegensatz zu den anderen beiden Übungen, da war der Oberarm von mir vor dem Oberkörper. Jetzt ist er seitlich am Oberkörper und in Kombination mit den Dips, die hinter dem Oberkörper sind. Ganz wichtig, 3 Variationen, die unterschiedlich den Trizeps betonen. Auch hier wieder in der Hammer-Variante, ja, das bleibt gleich, weil es bei mir eben die spezielle Betonung ist. Da kann man auch noch Variationen reinbringen, im Hammergriff, im Obergriff, im Untergriff, kann man machen. Wer von euch einen ausgeglichenen Trizeps hat, bei mir kommt das nicht in Frage. Und diese mache ich deswegen unilateral, weil die anderen beiden Übungen nun mal bilateral waren. Da habe ich die zusammen benutzt. Also, insofern Ausgleich, direkt im Supersatz mit Dips und zwar der besten Dip-Variante. Dazu gibt es auch ein eigenes Video, jetzt erstmal der Supersatz. Selbsterklärend. Und wie ihr seht, zum Schluss habe ich jetzt nur noch 6 Wiederholungen gemacht. Klar, war auch im Supersatz. Aber das fordert nochmal ordentlich Kraft und quetscht so das Letzte aus dem Trizeps raus. Sehr gut isoliert. Nochmal eine Grundübung. Und warum das die beste ist, werde ich euch hier nicht sagen. Findet ihr in einem anderen Video. So, man mag es ja kaum glauben, aber
Beim Training ist mir doch tatsächlich die Speicherkarte leer gegangen. Also werde ich jetzt das Ende zu einer anderen Einheit aufnehmen für euch. Aber ihr seht, ich habe den Anschluss gefunden. Ich habe mich einfach mal vorher schön außer Atem bringen lassen, damit das auch noch genauso klingt wie vorher. Das war die Schultern-Trizeps-Einheit. Wie gesagt, macht Sinn, vor allem in einem Vierersplit. Und dann kann man da bei den kleinen Muskeln vor allem auch mal von den Wiederholungen höher gehen. Ihr habt gesehen, jetzt gab es nicht das Typische wie sonst bei mir mit 6 Wiederholungen im Kraftbereich. Das gab es nur bei der Grundübung, Schulterdrücken, aber ansonsten eigentlich nicht. Und ansonsten heißt es, viel Blut reinbekommen, guten Pump bekommen. Natürlich nicht nur ein Pumptraining. Ihr habt gesehen, ich gehe trotzdem immer bis zum Schluss. Sowas wie Reps in Reserve, das gibt es bei mir einfach nicht. Und dann brennt es auch ordentlich. Und das sollte dann wieder reichen. Ja, wenn ihr Fragen noch dazu habt, ab in die Kommentare. Ihr kommentiert ja wie die Weltmeister in letzter Zeit und das macht richtig Spaß. Genauso soll es auch bleiben. Wenn es euch gefallen hat, falls ihr es nicht schon vorher gemacht habt, Daumen. Und schaut auch mal bei den anderen Videos vorbei. Ich habe einige Trainings mittlerweile schon auf dem Kanal. Da, mein Bein macht sich wieder selbstständig. Obwohl der Booster jetzt langsam mal nachlassen müsste, ne? Und naja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal zum Beintraining-Isolationstag wieder. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich habe es jetzt vor mir. Bis dann, macht's gut, euer Gotti.